So, ja. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Folgendes. Ja, ich habe oben links steht's ja dann immer. Wir mussten Notiz lesen. Und zwar Job erledigt. Ja, und dann geht es. Also jetzt ist das abgehakt, dieses Job erledigt Ding. Und sollte es eigentlich weitergehen. Ja, mein Kontakt in der Firma hat geliefert. Ich hab dein Schiff. Hat geliefert? Mein Kontakt in der Firma hat geliefert. Ich hab dein Schiff. Hab es direkt in der Fabrik unter den Nagel gerissen. Sehr peinlich für HopeTech. Sobald die Credits auf mein Konto sind, setze ich es an der vereinbarten Stelle ab. Falls du in Zukunft noch mehr Schiffe brauchst, sag Bescheid. Für solche Jobs bin ich immer zu haben. Genau, darum ging es. Wir haben... Also es geht wahrscheinlich auch um diesen Warthog. Heißt das Ding Warthog? Auf jeden Fall um das Schiff, denke ich mir mal. Deswegen sind die hier. Und die wollten... das irgendwo übergeben. Kann ja sein. Ich weiß bis noch nicht, was es mit der Farm auf sich hat. Hast du was Interessantes gefunden? Slate zeigen. Slate, damit meinen die ja, Notizen oder so. Also, ja, ich habe das auch nicht ganz kapiert, aber bei Slate sollten wir wahrscheinlich in die Notizen reingucken. Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der HopeTech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Genau. Okay. Jetzt können wir nämlich auch zurück. Das machen wir gleich mit Map. Wir können ja jetzt schnell reisen. Will zum Ort reisen? Ja. So, ist sie jetzt mit dabei? Ja. Mal hin zu der Tante. Was das mit dem Kartendeck auf sich hat. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Karten gesehen, aber eingesammelt habe ich tatsächlich noch keine. Ja, Mercury-Kamera. Lander, Mercury-Lander. War das ein Lander oder? Ja. Bist du da aus in der Wand? Naja, gut. Mein Freund Wilby. Oh. Ups. Packbar Ventilator. Cool. Hier etwa. Könnte man sogar theoretisch bestehlen. Nee. Das ist cool, wenn die Kugeln klingen, klingen, klingen. Mal hier noch so. Spielzeug. Räuchergefäß. Okay. Also, steh mal auf, komm. Wir haben Neuigkeiten. Aufstehen. Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Ja. Du hattest recht. Sie war im Canyon. Leider hat es handgreiflich. Leider ist es handgreiflich geworden. Wir machen auf jeden Fall jetzt keinen. Wir brauchen das ja nicht erzählen, oder?
Sie sind gestorben wie die Hunde. Okay. Sie sind vor die Hunde gegangen, ne? Nee. Die machen auf jeden Fall keinen Ärger mehr, sagen wir das so. Wir wollen ja professioneller Weltraum-Space-Cop-Ding sein. Beziehungsweise sind wir ja jetzt schon. Also machen wir es professionell. Machen keinen. Stimmt was nicht? Okay, ihr dauert zu lange. Ich habe schon gehört, dass auf die Freestar Ranger Verlass ist. Ja? Jetzt habe ich es selbst gesehen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Die wollen sie immer noch. Das wissen wir nicht, sie haben nicht geredet. cool. Wir haben einen Ansatzpunkt, aber es ist noch zu früh. Weißt du, gucken. Ja, das weiß sie bestimmt nicht. Aber wir können mal nachfragen. Tech? Das Frachtschiffunternehmen? Tut mir leid, darüber weiß ich nichts. Das wissen wir nicht, sie haben nicht geredet. Ja, wir haben halt die professionell ins Grab gelegt. So. Man sagt ja, dass die Ranger immer ihren Mann kriegen. Ihr schafft das schon. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Ja, Dankbarkeit ist gut, Kredit sind besser, aber wir sind ja nicht bestechlich. Wir wollen ja, ne? Also, wir machen nur unseren Job. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten. Lacht. Skillpunkt verfügbar. Oh, schon ist hier noch ein bisschen um. Hautcremeflasche. Ich würde eher so eine Seife oder so bei der Dusche hinstellen. Ist auch Hautcreme? Vielleicht ist es ja Seife drin. Naja, gut. Oh. Aber sonst gibt's hier nichts. Anzugwerkbank. Okay. Konstellation Rucksack. Keine Mod. Boostpack. Erhöht die Tragkapazität um 10 Kilo. Erhöht Resistenz gegen luftbasierte thermische und korrosive Gefahren. Und? Reinigungsgefahren. Okay. Aber das kann man eh nicht machen. Uns fehlt da so ein Sieb und Kühlmittel. Kühlmittel und so hätten wir sogar da. Blei hätten wir auch. Bioblocker. Ja, okay, das sind die Mods da. Da müsste man sich noch ein bisschen reintüfteln. Jetzt Boiler. Boilerraum. Ah, sonst gibt es hier anscheinend nichts weggrabbeln können. Ach, hier kommen wir doch raus. Okay. Schreibtisch Globus. Wagon Wagoner. Na gut. Dann machen wir mal L. Hoffnungsträger. Alles Hauptquest, Aktion, sonstiges, Mission.
das Wasser war darin, Hoffnungsträger. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Einfach so kleines. Tartesheim. Als Held von Vectera brauchst du deinen eigenen Comic, deinen eigenen Film und deinen eigenen Song. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja. Geil, wie der riesige Stern da so im Hintergrund ist. Aber das Ziel ist doch nicht hier. Ja, dann landen wir doch mal. So. Ach, hier sind wir wieder. Warte mal. Wie kann ich Ihnen dienen? Reicht das, wenn ich hier stehe? Kann ich das dann aufs Schiff laden? Geil. Mission 7,5. Favorit. Und die Sides da. Gut. Dann tun wir die hier drauf. Die will ich mal behalten. Die will ich mal testen. Ablegen. Ich will es ja nicht ablegen. War denn das? Das Schiff einladen. Muss ich da im Schiff sein?
Ablegen? Nee, ich will es doch nicht ablegen. Haben wir das gemacht? Frachtraum. Da kommt ein Frachtraum. Inventar. Waffen. Ach, lagern. Da, ich hab's. Oh, lagern. Lagern, lagern. Lagern. Nochmal Anzüge. Ja, sieht auch cool aus, ne? So ein bisschen Sunny. Ich brauche mal einen Sunny. Lagern, lagern. Dann machen wir Rucksäcke. Das sieht ja auch krass aus, wie von so einem Weltraumfahrer, ne? So ein bisschen so Gold, so überzogen, so. Kraftvoll. 38. Kampfveteran. Minus 15 Schaden von menschlichen Gegnern. Power Boostback. Einfaches Boostback. Ja. Ach, wird den doch gar nicht lagern. Frontier-Anzüge. Nehmen. Gehen wir wieder hier rein. Hä? Anzüge. Mit Ausrüsten. Ach, Ausrüsten B. So. Ich kann das anklicken, dann tut er das automatisch ins Lager. So, Helme. 2 bis 20% Sauerstoff. Okay. Dann nehmen wir das. Und den lagern. Kleidung. Deputy. Was ist denn an Deputy jetzt anders? Sieht man dann denn die Marke? Ach, der hat ja eine Mütze auf. Nö. Lagern, lagern, lagern. Ja, das ist ja jetzt nicht so viel, das lassen wir mal drin. Munition, das brauchen wir gar nicht gucken. Hilfe, Notizen, Ressourcen. Das können wir alles lagern. Hatten wir jetzt so einen Anzug? Tiefmin? Nee, ne? Das hier. Ich bekomme ein bisschen durcheinander gerade. Oh, na egal, so sonstiges. Geht euch immer gut. Naja, Pfanne hier, komm, einlagern. Einlagern. Ah, Zigaretten können wir auch mal dabei haben. Oh, Helme. Waffenhelme. Kleidung. Aber wo ist jetzt mein Ding hin? Anzüge. Tiefminen. Das.
Soll ich was machen? Kleidung waschen? Stiefel putzen? Den Spiegel auf Hochglanz polieren? Wir hier den Anzug gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Hab ich den jetzt aus Versehen weggeschmissen oder so? Puh, wir haben doch Helme. Ist ausgerüstet. Aber wir haben keinen Anzug, ne? Neue Items. Frachtraum, Anzüge. Ah, B ist abwerfen. Mist, wir haben den einen abgeworfen. Glaube ich. Ausrüsten, B. Okay, haben wir... Nee, den Rucksack haben wir jetzt nicht dran. Kriegt man da den Rucksack jetzt dran? Helme, Kleidung... Oh, nicht, dass wir das jetzt auch weggeschmissen haben. Das wäre ein bisschen... Weil wir haben doch was mit diesen... Abgebissenes. Was? Entzug Tiefmin. Frachtraum. Ach, hier Rucksäcke. Bodending, das. Gegen Alien, das ja. So. Nehmen. Inventar, Rucksäcke. Ausrüsten. Okay, jetzt haben wir das wieder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, den einen Anzug haben wir aus, das sind über Bord geschmissen. Ah, na gut, das passiert. Das passiert. Jetzt haben wir den Anzug wieder an, ne? Ja. Okay. Das boostet halt einmal richtig und dann. Automat, Waffen. Aus dem Schiffsinventar. Erstmal umschalten. So, jetzt Waffen. Die weg, die weg, die weg, die weg. Rucksäcke, das weiß ich noch nicht. Helme, das weiß ich noch nicht. Kleidung, die kann man eigentlich alles wegschmeißen. Ich habe keine Ahnung, was man davon gebrauchen könnte. Obwohl, so viel wert ist sie jetzt auch nicht, ne? Ein paar Kröten. Ressourcen. Oh, hier, 30.
Ja, das ist auch nicht wirklich was wert. Sonstiges. Wir könnten ein bisschen mehr Krempel mitnehmen, tatsächlich beim nächsten Mal. Und dann können wir das alles mal verkaufen hier so. Baseball und so. Das bringt aber halt auch nicht viel, ne? 81. Wert 400. Ja, komm weg damit. So, Rucksäcke. Konstellation, der war ganz cool. Ich habe mal je zwei, da können wir einen weg. So. Gut. Du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Charybdis-System? Von da gab es einen Notruf, aber wir haben nicht genug Schiffe, um jemanden so weit rauszuschicken. Jetzt haben wir erstmal die Mission. Information, okay. Hey, Deputy. Hey, Helga. Wenn du die Ranger suchst, geh auf die oberen Ebenen oder in die Kantine. Ich bin auf dem Weg dann, aber... Ich finde hier halt nichts so hoch. Man spürt die Schwerkraft richtig. Lichtmittel. Was ist auf Monterra Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und es wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Ja. Es gibt noch offene Fragen. Wollen wir auf den Erfolg anstoßen? Vorerst ja. Aber sie könnte immer noch in Gefahr sein. Deswegen müssen wir mehr Infos sammeln. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Sie waren tough und gut bewaffnet. Vermutlich Söldner. Ziemlich toten Eindruck. Okay. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Wenn das stimmt, muss jemand sie angeheuert haben. Ja. Also, habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Nö. Haupttech-Schiffe sind nicht gerade billig. Der Dieb könnte uns vermutlich jede Menge über diese Burschen erzählen. Es gibt noch was.
Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Sie haben auch gesagt, dass man sie vergessen hat. Sie waren irgendwie verbittert, voller Groll. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da was bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit. Aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Naja, es erklärt immer noch nicht, was die mit der Farm immer Hut haben. Ja, klar. Ja, gut, was da passiert ist, aber das nein, mit der Farm. Es wirft nur neue Fragen auf. Ja. Der Schiffsdieb kann uns vermutlich ein paar Antworten liefern. Die Hauptteck-Fabrik liegt in Haupttown auf Polvo. Nir Kalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hauptteck. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Ach so. Okay, was kannst du mir dazu sagen? Stolz, stur und klug. Ein Self-Made-Man. Er hat Hauptteck mit Blut, Schweiß und schierer Willenskraft aufgebaut. Okay. Das Regierungsorgan, das über das Freestar Collective und die Ranger herrscht. Die Ratsmitglieder sind die politische und wirtschaftliche Elite des Freestar Collective. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir mit ihnen zu tun haben. Alles klar. Ja, das wird kein Problem. Gut. Ich kann es wirklich nicht brauchen, dass der Rat mir Ärger macht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Jo. Ja, zur Not ballern wir halt die alle über den Haufen. Da drin haben wir ja Übung. Rekrutierung und Ruhestand. Marschall, der Rat ist der Meinung, dass die Rekrutierung zur Priorität erklären muss. Ich sage es ganz deutlich, wir brauchen mehr Ranger. Dein Bericht über die zunehmenden Schmuggleraktivitäten macht es deutlich. Ich will deine Arbeit und die der Ranger natürlich nicht schlecht reden. Ich weiß, ihr gebt alle euer Bestes, aber ich erinnere mich noch an den Zeiten, in denen es doppelt so viele von euch gab wie heute. Diese Tage wünsche ich mir zurück und die Menschen in Freestar Collective tun das ebenso. Außerdem solltest du anfangen, über deine Nachfolger nachzudenken. Sind wir doch mal ehrlich, Marshall. Wir werden beide nicht jünger. Du hattest dir doch gewiss das Recht verdient, deine Sporen mit Stolz an den Nagel zu hängen und deinen Ruhestand zu genießen. Ich freue mich darauf, dich bei der nächsten Ratssitzung zu sehen. Kann das sein, dass wir dann, das, was Marshall jetzt macht, wir dann mal machen oder so? Also, ich weiß nicht, wieso liegt hier eigentlich alles unten rum? Ja gut, egal. Würde ich sagen, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bescheid, dass du kommst. Ja, ich setze mich erstmal hier hin. Na, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und, ja. Bis dahin. Tschüss.